Hey, ich bin's, Marco für Authentic German Learning. Ich mache jetzt jeden Tag ein Video. Ich war nicht immer so kreativ. Und deswegen möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du auch kreativer werden kannst. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Eine der vielen Dinger, die ich für euch mache. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Heute kann ich leider nicht rausgehen. Oh, das Fleisch. Oh ja. Aber heute nicht. Ich klappe. Nichts. Nichts. Genau. Nichts. Nichts. Jetzt mach doch mal das Video aus. Mach ich. Der Schnelltipp. Es gibt eine natürliche Ordnung, wie wir Grammatik erwerben. Nicht lernen, erwerben. Das heißt, wenn ich ganz viel Deutsch lese und höre, erwerbe ich die Grammatik, aber es passiert in einer gewissen Ordnung. Ja? Erst lerne ich die eine Grammatikregel, dann die andere und dann die nächste. Und diese Ordnung ist immer ungefähr dieselbe bei jedem Menschen, der Deutsch lernt. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass du dir nicht allzu viel Gedanken darüber machst, dass du jetzt eine bestimmte Regel noch nicht erworben hast. Ja? Das kommt mit der Zeit. Ja? Wenn du mehr und mehr Deutsch liest und hörst, dann wirst du immer mehr Regeln erwerben. Ja? Aber das basiert auf einer natürlichen Ordnung. Und egal, wie sehr du es vielleicht wollen magst, du kannst keine Schritte überspringen. Beim Grammatiklernen ist das etwas anderes, aber das hat etwas damit zu tun, was du bewusst machst, wie du deine eigene Sprache überprüfst. Wie gesagt, ich war nicht immer so kreativ. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich mir gar nicht hätte vorstellen können, überhaupt ein Video ins Internet zu stellen. Ja? Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ja. Ich habe sogar ein Video gemacht und dann habe ich mich überhaupt nicht getraut, irgendetwas mit dem Video zu machen. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, es zu jemandem zu zeigen, geschweige denn es ins Internet zu stellen. Und jetzt bin ich wirklich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich viel, viel mehr Kreativität habe und mir jeden Morgen eine Idee kommt, ganz spontan, wie ich ein Video machen kann. Ja, mir kommt eine Idee und diese Idee setze ich dann um in Videos wie diesen hier. Dieses Video ist, wie viele Videos von mir, sehr kurzfristig entstanden. Die Idee entsteht eine halbe Stunde vorher in meinem Kopf. Und ich möchte, dass du auch unglaublich kreativ sein kannst. Denn es ist wirklich total das Geschenk. Ne? Und ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, das bin unbedingt alles ich. Der Gedanke kommt mir, ohne dass ich groß was tun muss. Ja? Die Ideen kommen einfach in meinen Kopf. Ja? Und ich fühle mich oft so, als wäre ich jemand, der etwas von jemandem anders bekommt. Ja? Als bekommen, hier ist mein Gehirn, hier bin ich. Und mein Gehirn sagt, ah, Idee, Idee, Idee. Und ich so, oh, cool, oh, toll. Ja? Also es fühlt sich gar nicht so an, als wäre ich das. Sondern die Gedanken purzeln einfach in mein Gehirn. Und das ist total fantastisch. Und ich möchte das auch in mir so weit es geht fördern, damit ich weiterhin jeden Tag ein Video für euch machen kann. Ja?
Und ja, jetzt kommen wir zu der Frage, wie wird man kreativer? Ja, was habe ich gemacht, um dies hier zu schaffen? Ja, was habe ich gemacht, um Videos wie diese einfach zu erstellen, sie ins Internet zu stellen und mir zu sagen, ja, vielleicht mögen die Leute das, vielleicht nicht, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich geschaffen habe. Natürlich höre ich auf Feedback, aber es kommt manchmal vor, und das ist auch schon passiert, dass manche Leute einen gemeinen Kommentar hinterlassen. Ja? Und dann ist es auch wichtig, einen klaren Kopf zu bewahren und trotzdem weiterzumachen. Ja? Denn ich glaube, das ist einer der Gründe, warum viele Leute nicht so kreativ sind. Sie haben Angst davor, kritisiert zu werden. Ja, das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist auch, dass wir oft ganz viele Gedanken haben, dass oft ganz viele Gedanken in unserem Kopf umherschwirren. Ja, wir machen uns Sorgen über unsere Probleme. Wir sind unsicher, was die Zukunft bringt. Wir denken an all die Dinge, die wir noch erledigen müssen. Ja, wir haben tausend Gedanken. Ja, und um kreativ zu sein, ist es ganz wichtig, diese Gedanken zu beruhigen. Es ist ganz wichtig, einen Schritt zurückzugehen und sich zu sagen, ja, wir entspannen uns jetzt mal. Wir sind jetzt mal ganz ruhig. Und erst dann können Ideen entstehen. Ja, und wir sind auch oft sehr beschäftigt. Das ist der dritte Grund. Wir sind oft sehr beschäftigt und machen das eine und dann das andere und dann das nächste und haben eigentlich gar keine Zeit, einfach nur nachzudenken. Ja? Wir haben keine Zeit, Tagträume zu haben. Wir haben keine Zeit, um zu meditieren. Ja? Und hier ist auch schon der erste Lösungsansatz. Ja? Meditation wirkt Wunder. Ja? Durch meine Meditation habe ich echt viel mehr Kreativität bekommen. Ja? Das beruhigt meinen Kopf, das beruhigt mein ganzes System. Ja? Und es ist für mich eine Möglichkeit, die Gedanken weniger zu machen. Ja, es ist für mich eine Möglichkeit, die Gedanken zu verringern. Ja, es ist eine Möglichkeit für mich, einfach nur zu sein. Nicht zu denken, nicht zu tun, sondern einfach nur zu sein. Und was mir auch sehr, sehr geholfen hat, ja, ist eine Therapie zu machen. Ja, ich rede davon nicht so oft, aber ihr habt mich gefragt, Marco, erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich. Und deswegen möchte ich dies auch mit euch teilen. Ja? Also vor 2 Jahren habe ich mir ein ganzes Jahr Zeit genommen für Therapie. Ja? Ich hatte sehr viele Probleme. Ich hatte Panikattacken und Angstzustände und Depressionen. Und dann habe ich mir ein ganzes Jahr Zeit genommen, um an mir selbst zu arbeiten, um zur Therapie zu gehen, um ganz viel Tagebuch zu schreiben, um meine Träume aufzuschreiben. Das war eine sehr intensive Zeit. Ja, es war eine sehr intensive Zeit. Und es ist etwas, was ich jedem empfehlen kann. Ja, wenn es nötig ist, kann ich empfehlen, ein Jahr Pause zu machen mit allem, was man sonst noch so macht. Aber selbst wenn man nicht eine Pause machen will, kann ich trotzdem Therapie generell empfehlen. Ja, also ich denke, jeder Mensch sollte in seinem Leben einmal eine Therapie gemacht haben, weil es so unglaublich hilfreich ist. Es ist so unglaublich wertvoll, ja. Und das war für mich etwas, was total viel
Kreativität in mir freigesetzt hat. Ja? Dadurch, dass ich meine Probleme konfrontiert und gelöst habe, wurde mehr Platz geschaffen, um Kreativität zu fördern. Ja? Weil mein Gehirn Kapazitäten freigesetzt hat. Ja? Dadurch, dass mein Gehirn die ganze Zeit mit all meinen Problemen beschäftigt war, wurde ganz viel Arbeitsspeicher freigesetzt, sozusagen. Ja? Und dadurch hat mein Gehirn jetzt die Kapazität, auch über andere Dinge nachzudenken. Ja? Und dadurch, dass ich nicht sehr beschäftigt bin mit tausend Dingen, kann ich jetzt in Ruhe leben und dadurch kommt ganz viel Energie. Ja? Da eine Idee, da eine Idee, da eine Idee, da eine Idee. Ja? Und ich habe sogar mehr Ideen, als ich umsetze. Ja? Ich habe jetzt noch ganz viele Ideen für Videos, die ich noch nicht gemacht habe, die ich noch in Zukunft machen kann. Aber ich denke, bis es dazu kommt, werden dann noch mehr Ideen kommen. Ja? Also ich habe sogar mehr als eine Idee pro Tag. Ja? Und dies sind meine Tipps, dies sind meine Vorschläge, wie du mehr Kreativität freisetzen kannst. Also Therapie ist eine langfristige Investition, falls du die machen willst, aber zumindest Meditation ist sehr einfach umzusetzen. Ja? Dazu brauchst du dir einfach nur eine Meditations-App runterladen und dann kannst du ganz einfach meditieren. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Ich hoffe, du wirst in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen durch die Meditation viel mehr Kreativität freisetzen und wir sehen uns morgen. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, da dieses Projekt erst durch deine Teilnahme möglich ist. Eine kleine Bitte zum Schluss. Atme tief ein und wieder aus. Mehr nicht. Das war's. Tschüss. Bis morgen.